Ja, liebe Partner der Organisation Patrick König und Freunde der LR, ich bin hier zusammen mit Patrick König auf der Orgaleiterakademie. Würde mich sowieso mal freuen, Sie hier bei Gelegenheit begrüßen zu dürfen. Dann sind Sie, denke ich, mir einen ganzen Schritt weiter. Und um hier hinzukommen, denke ich mir, ist eins ganz wichtig, die Zusammenarbeit in Ihrer Organisation mit Ihrem Mentor, mit Ihrer Top-Führungskraft Patrick König. Und vielleicht mal ein paar Worte dazu, weil wir hier gerade so schön zusammen sind. Wer ist eigentlich Patrick König? Dazu muss ich vielleicht dann doch ein bisschen länger ausholen, weil wie lange kenne ich ihn? Es sind jetzt schon mittlerweile, ich meine 17, vielleicht auch bald 18 Jahre. Und ich werde nie vergessen, wie ich ihn kennengelernt habe. Ich habe mich damals wirklich gefragt, wie kann ein so junger Mensch überhaupt erfolgreich werden? Warum, werden Sie sich jetzt sicherlich fragen, weil ich habe ihn nicht verstanden. Es war in einem Meeting damals in Deutschland, ich weiß nicht mehr in welcher Gegend, aber ich werde das nicht vergessen, wie ich ihn zum ersten Mal traf. Und trotz des, sag ich mal, starken Dialektes damals, ist er Aufsteiger des Jahres geworden. Ich glaube, es ist ja dann inklusive der Titel Orga des Jahres, ich glaube, zweimal in seiner Karriere geworden. Und ja, er ist schon jemand, wenn ich das mal so sagen darf, der vielleicht doch sehr stark polarisiert. Und ich finde das auch gut, weil wenn jemand mit LR etwas erreichen möchte, muss man ja nun auch irgendwann mal die Verantwortung übernehmen, dieser Person auch den Weg zu zeigen. Das tut er sicherlich zweifelsohne sehr, sehr gut. Und was ich an Patrick König so schätze, sicherlich diejenigen, die ihn gut kennen auch, ist seine offene Art und Weise. Ich sag mal, man kann mit ihm gut trennen Arbeit und Spaß, aber wenn ich die Arbeit mal so ein bisschen heraushebe von Patrick König, er ist, ich sag mal, sehr, sehr begeisterungsfähig. Also das ist schon ansteckend, das werden Sie auch erkennen, seine ganze Art und Weise. Macht auch mal einen Witz, aber ist auch dann wieder notwendigerweise ernst. Er ist sehr ehrlich, manchmal auch vielleicht etwas für den einen oder anderen verletzend ehrlich, aber immer ehrlich. Ich schätze das sehr. Es gibt keine Missverständnisse. Er lässt seine Leute niemals hängen. Das habe ich noch nie erlebt, wenn ich seine Organisation hinterfrage. Viele davon kenne ich von den Führungskräften. Alle mögen ihn sehr, aber wegen Respekt und wegen Dingen, er geht voran. Und ich glaube, man kann auch sagen, das, was er anderen Leuten empfiehlt, tut er in erster Linie selbst. Und das ist für einen Menschen, der mit so lange Zeit dabei ist, so erfolgreich ist, vielleicht auch nicht immer so ganz selbstverständlich, die Ochsentour auch selber zu gehen. Ich kenne ihn in Ufa genauso gut, wie ich ihn in Frankreich kenne, genauso gut, wie ich ihn in Deutschland kenne. Also er ist ja sehr busy. Und ich glaube, wenn man ihn so fragt, was ihn treibt, dann ist das, glaube ich, sein Hunger, sein Ehrgeiz, so sein Ding voranzugehen, noch lange nicht das erreicht zu haben, was er sich letztendlich erträumt und erhofft. Und da ist natürlich für jeden von Ihnen auch eine große Chance drin enthalten, weil unser Geschäft LR läuft natürlich auf Miteinander. Niemand kann erfolgreich werden, ohne andere erfolgreich machen zu können oder zu wollen. Und ich glaube, wenn Sie das so ein bisschen erkannt haben, dass Sie mit Patrick König jemanden an der Hand haben, der in erster Linie ganz klar vorangeht, gehen Sie einfach mit. Seine Ausbildung ist nämlich mir gut, sehr gut sogar. Er hat die Unterstützung, bietet sie jedem an. Und wie gesagt, noch ein Punkt kommt dazu, vielleicht darf ich das so offen und direkt sagen. Er unterstützt seine Partner bis aufs, ich sag mal, bis aufs Messer. Und das meine ich jetzt in diesem Fall sehr, sehr positiv. Nicht, dass Sie mich da falsch verstehen. Also ist irgendwo angerichtet. Unser Unternehmen läuft sehr gut. Die Story kriegen Sie mit über die 28 Jahre. Lernen Sie, unser Unternehmen richtig präsentieren zu können. Leben Sie LR. Und mit Ihrem Paten, Mentoren und wie man es auch sagen möchte, Patrick König, haben Sie, glaube ich, die Person an der Hand, die diesen I love my company Gedanken ganz da verinnerlicht hat, im Blut hat und auch vorlebt. Und den Rest, den kann man mir, denke ich, mir lernen. Also ich wünsche Ihnen toi toi toi, besuchen Sie reichlich die Seminare Ihrer Führungskräfte und insbesondere von Patrick und lassen Sie sich einfach mal der Sache hingehen und kommen Sie zu dieser Akademie. Danke.